Alternierende Bewegung. Bei alternierenden Bewegungen geht es darum, dass wir die rechte und die linke Seite abwechselnd zueinander bewegen. Das kann sowohl für den Oberkörper bei Oberkörperbewegungen sein, es kann aber auch bei Unterkörperbewegungen sein. Bei Oberkörperbewegungen können das zum Beispiel Zugbewegungen sein, dass wir abwechselnd den rechten und linken Arm zum Beispiel nach hinten ziehen, beim Rudern oder bei Latzugvarianten. Dabei achten wir darauf, dass wir, sobald der eine Arm nach vorne geht, den anderen Arm nach hinten ziehen, finden natürlich den Stack auch fest und können dann schön flüssig und gleichmäßig die Bewegung ausführen und die Zielmuskulatur abwechselnd auf der rechten und linken Seite anspannen. Dabei sollten wir bei jeder Wiederholung ausatmen und zwischendrin wieder einatmen. Das kann natürlich auch bei drückenden Bewegungen funktionieren oder sollte auch funktionieren, sodass wir zum Beispiel beim Schulterdrücken die rechte und die linke Seite im Wechsel zueinander bewegen und vor allem, wenn die eine Seite runtergeht, dass die andere Hand schon hochgeht oder sich hochbewegt. Das gibt es natürlich dann auch mit dem Bankdrücken, mit Ausfallschritten und so weiter.